Hallo, mein Name ist Hani und ich zeige euch heute mal, was ich alles tun muss, um etwas zu essen zu bekommen. Sagt mir auf jeden Fall mal, ob ihr denkt, dass das Tierquälerei ist und ich auf jeden Fall den Tierschutz rufen sollte. Ich musste auf eine Rampe laufen und dann in so komisches, nasses, kaltes Zeugs rein. Eigentlich trinke ich immer nasses, kaltes Zeugs. Aber heute musste ich da sogar rein. Ich muss aber dennoch sagen, dass ich schon ein absoluter Profi bin, was die Rampe betrifft. Mir ist dann so ein kleiner Unfall passiert. Weil ich das nicht richtig eingeschätzt habe, bin ich hier einfach mal so flups ins Wasser gefallen. Die Rache hat Jana auch gleich volle Hacke ins Gesicht von mir bekommen. Aber immerhin war sie nicht ganz so unfähig und hat mir direkt wieder rausgeholfen. Und dann hat einfach zur Belohnung Chabu was bekommen. Diese Logik muss man mal verstehen. Ich gehe in das nasse kalte Zeug, ich fall rein und er kriegt was. Ich finde, das Ganze ist ziemlich tierschutzrelevant, was sagt ihr? Naja, auf jeden Fall mache ich das Ganze schon wirklich wie ein Profi. Und die Hundetussi sagt die ganze Zeit, dass sie irgendwas bestellt hat, was sie mir dann anzieht, womit ich angeblich dann besser da rein kann. Ist mir eigentlich scheißegal, ich will einfach nur das Entrecot haben. Ich denke, das Ganze ist tierschutzrelevant und ich sollte aufs Entrecot verklagen. Seid ihr bereit für den süßesten Hundehai überhaupt? Darf ich vorstellen, das ist Honey. Die Schwimmweste ist heute angekommen und ich habe zwei bestellt. Und ja, was soll ich sagen, ich konnte nicht anders. Es musste pink sein und es musste einfach eine Schwimmweste mit dieser Flosse sein. Ich habe noch eine andere Weste bestellt, die kommt aber erst ein bisschen später. Aber die hier ist jetzt einfach super schnell gekommen und deswegen haben wir dann heute auch gleich mal weiter mit der Pool-Action gemacht. Das mit der Rampe hat Honey auf jeden Fall schon richtig krass drauf. Sie sucht auch immer richtig aktiv die Rampe und wenn sie sie sieht, dann läuft sie da einfach so schnurstracks drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir ihr am besten erklären, dass sie da eigentlich auch schwimmen könnte. Ich werde sie, denke ich, auf jeden Fall einfach mal reintragen, so dass sie durch mich noch die Sicherheit hat und dann eben auch noch durch die Weste. Die Weste hat ja oben auch so einen Griff, dass sie auf keinen Fall untergehen kann. Und dann hoffe ich, dass sie durch den Support mit der Weste und durch mich auf jeden Fall checkt, dass man schwimmen kann. Jetzt machen wir es erstmal noch so auf der Rampe, weil sie das auch einfach super macht. Hier ist sie einfach mal so ein bisschen abgerutscht und ich habe eigentlich gehofft, dass sie checkt, dass sie auch auf dieser Stufe stehen könnte. Was meint ihr? Wird Honey irgendwann richtig schwimmen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare und folgt für mehr. Hansen Bansen, willst du mal erzählen, warum du klitsche-klatsche nass bist? Bist du in den Pool gefallen? Honey ist gerade in den Pool gefallen. Und ja, ist dann da wieder rausgestapfelt und rausgeschwommen. Also ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir schon mal schwimmen geübt haben, ne Maus? Bist du gleich rausgekommen und wusstest, wo es rausgeht? Und du? Bist du auch mal reinfallen? Irgendwie habe ich überhaupt nicht mitbekommen, wie warm schon der Pool geworden ist. Aber er ist es und das bedeutet, wir können anfangen wieder mit dem Pooltraining. Honey hat sich anfangs nicht einmal auf die erste Stufe getraut. Sie war wirklich richtig vorsichtig, aber jetzt mittlerweile traut sie sich auf jeden Fall schon auf die erste Stufe. Chabu traut sich ja schon auf die oberste Stufe, aber das war's auch schon. Ich habe mit Chabu auch letztes Jahr mit der Rampe versucht, ihn reinzuführen. Er kennt es auch schon ein bisschen, aber ist ihm nicht so ganz geheuer. Ich glaube, dadurch, dass er auch einfach größer ist und die Rampe sich mehr bewegt, ist es für ihn sehr unsicher. Und dann kam auf einmal Honey. Hier ist sie ein bisschen ausgerutscht, aber dafür bin ich ja da, um ihr Sicherheit zu geben und ihr zu zeigen, dass ich sie in der Not auch auffange. Und Leute, ich habe mich heute so krass gefreut. Schaut euch das mal an, wie weit sie sich da reintraut. Hier steht sie auch mit einem Bein schon auf der ersten Stufe und sie hat sich wirklich sehr weit reingetraut. Ich habe ihr jetzt auch noch meine Schwimmweste bestellt, dass wenn sie wirklich mal irgendwie reinfallen sollte, sie auf jeden Fall diesen Support hat. Aber schaut euch das mal an, wie tief sie schon da drin war. Ich habe mich so gefreut. Drückt mal bitte ganz fest die Daumen, dass Honey einfach ein Hund ist, der im Pool schwimmen möchte. Vielleicht kommt Chabu dann auch rein. Heute war es soweit und Honey ist das erste Mal geschwommen. Aber alles der Reihe nach. Ich habe mit dem Pooltraining bei Honey ja schon jetzt vor einiger Zeit angefangen. Und das mit der Rampe läuft auch schon richtig, richtig gut bei ihr. Letztes Jahr habe ich ja schon mit Chabu alles versucht, aber er will partout nicht über diese oberste Stufe hinaus. Aber er ist natürlich trotzdem auch dabei. Ich würde es mit ihm auch immer ab und zu noch weiter versuchen, aber Honey hat tatsächlich einfach viel mehr Interesse daran. Sie geht auch von alleine viel öfter auf die oberste Stufe und spielt da so ein bisschen am Wasser. Chabu habe ich dann zwischendrin einfach mal mit dem Schlauch nass gemacht. Das mag er sowieso ganz gerne und ist eine super Abkühlung für ihn. Dann habe ich mir Honey geschnappt und bin einfach in den Pool reingelaufen mit ihr. Das habe ich in letzter Zeit öfter gemacht, habe sie aber auch wieder rausgetragen. Und heute habe ich sie dann einfach mal quasi losgelassen. Ich habe sie natürlich die ganze Zeit dabei supportet, das heißt von unten und sie hatte ja natürlich auch die Schwimmweste an. Und dann gab es natürlich auch eine fette Belohnung, als sie da rausgegangen ist und einfach super viel Support. Mit dem Reintragen würde ich nicht bei jedem Hund machen, das kommt natürlich auf einige Voraussetzungen an. Und hier ist sie dann einfach das erste Mal ganz alleine geschwommen und ich bin einfach so stolz auf sie.